Die Prüfung der Flüssigkeitsstände muss auf einer ebenen Fläche und bei ausgeschaltetem, kaltem Motor stattfinden. Um die Haube zu öffnen, entriegeln Sie zunächst die Öffnung, indem Sie an diesem Hebel auf der linken Seite des Armaturenbrettes ziehen. Heben Sie dann die Haube an und drücken Sie diesen Kipphebel nach links. Heben Sie die Haube, lösen Sie die Stützstange und positionieren Sie sie auf die vorgesehene Weise. Dies ist der Kühlmittelbehälter. Der Flüssigkeitsstand muss zwischen den Markierungen Min und Max auf dem Behälter liegen. Füllen Sie nach, bevor der Stand auf Min fällt, aber unbedingt bei kaltem Motor. Bei Kühlmittelmangel kann der Motor erheblich beschädigt werden. Wenn nachgefüllt werden muss, verwenden Sie nur Produkte, die vom technischen Service zugelassen wurden und den Frost- und Korrosionsschutz für den Kühlkreislauf gewährleisten. Der Behälter der Bremsflüssigkeit befindet sich hier. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit nicht unter die Warnmarkierung Min gesunken ist. Der Bremsflüssigkeitsstand muss oft geprüft werden, auf alle Fälle immer, wenn Sie die geringste Effizienzminderung der Bremsen wahrnehmen. Wenn der Füllstand unnormal sinkt, wenden Sie sich an einen Renault-Vertragspartner. Um die Scheibenwaschflüssigkeit nachzufüllen, öffnen Sie diesen Deckel und befüllen Sie den Behälter, bis die Flüssigkeit erscheint. Verwenden Sie im Winter eine Scheibenwaschflüssigkeit mit Frostschutz.